Hello, good evening. This is Wolfgang Tiefensee, the Minister of Economic Affairs, Science and Digital Society in the Free State of Thuringia, it's one of the so-called Bundesländer in the middle of Germany. Good evening to all of you in Germany, in Europe, the whole world, international viewers. Thank you very much for watching us and to be with us, it's a very special festival. I think so in the Corona times. I'm not near by you, and you are not in Thuringia. What a pity! But I'm very happy that you are with us. Thank you very much. Ja, das dome Festival 2020 ist ein ganz spezielles und Am Anfang der Corona-Krise stand natürlich die Frage vor den Organisatoren und Veranstaltern, was machen wir? Lassen wir so wie viele andere Veranstalter ihre Events ausfallen? Nein, es wurde nach einer Möglichkeit gesucht, nach einer innovativen, ja, ich würde sagen bahnbrechenden Möglichkeit, wie wir euch und ihnen dieses Full Dome festival trotzdem offerieren können. Und das Spezielle ist, Sie müssen sich gar nicht bewegen. Sie können im Wohnzimmer sitzen oder im Gärtchen, wo auch immer, und können wunderbar zuschauen. Aber trotzdem sind wir natürlich traurig, dass Sie nicht da sind. Und deshalb schon jetzt, als der Minister, der auch für Tourismus zuständig ist, Sie müssen unbedingt nach Thüringen kommen. Vielleicht haben Sie Thüringen noch nie gehört. Aber vielleicht äh, drehen Sie mal am Globus oder schauen Sie in den Atlas oder googeln. Und da werden Sie feststellen, das ist ein wunderbares Land. Wie gesagt, in der Mitte Deutschlands. Wunderbar angebunden hat es eine Landschaft, die zauberhaft ist. Insbesondere was den Thüringer Wald angeht. Oder wenn Sie die Schlösser und die Burgen sehen, die Flüsse, die sich durch die Täler winden. Sie haben natürlich auch Städte, die eine ganz alte Kultur besitzen und freundliche Menschen, die ein wunderbares Essen bereitstellen können. Wir sind nämlich sehr, sehr gastfreundlich. Und wenn ich über die Kultur spreche, dann bin ich auch schon beim Fudom-Festival. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wieso entsteht in Jena ein solches Festival in Verbindung mit einer anderen Stadt, nämlich mit Weimar und da meine sehr verehrten damen und herren liebe zuschauer will ich ihnen ganz kurz erzählen dass sie in jena eine riesige technische eine erfindertradition finden eine wissenschaftstradition die es möglich gemacht hat vielleicht kennen sie den namen zeiss aber schott die optik zu revolutionieren. wenn sie durch ein mikroskop schauen dann ist das in jena erfunden worden. Und gar nicht weit davon entfernt liegt Weimar. Wehe, Sie kennen Weimar nicht. Weimar muss man kennen. Also zumindest sollten Sie schon mal etwas vom Bauhaus gehört haben. Bauhaus. Merken. 1919 gegründet, das ist jetzt über 100 Jahre alt. Und dieses Bauhaus, eine Architekturschule, Designschule, sich auch mit sozialen Fragen beschäftigend, hat ausgestrahlt auf die ganze Welt. Ob Sie nach Chicago, nach Tel Aviv gehen, ob Sie spanische Städte besuchen oder eben viele hier in Deutschland. So, und diese beiden Traditionen, auf der einen Seite Technik und Wissenschaft und auf der anderen Seite Kunst und Kultur, die verbinden sich. Und jetzt gibt es Menschen, die diesen, diese Idee, diesen Spirit aufgenommen haben und uns ein Full Dome Festival organisieren, das grandios ist. Ich stehe mitten im Wasser und werde trotzdem nicht nass. Ich bin hier und Sie können mich trotzdem über die ganze Welt sehen. Ja, jetzt will ich aber nicht weiter stören, denn jetzt geht es ja darum, dass die... Preise verliehen werden soll der Preis, der Preis des Fuldaum Festivals soll verliehen werden. Wir haben 40 Einsendungen, alles hervorragende Arbeiten. Ganz herzlichen Dank an diejenigen, die sich beteiligt haben. Ich danke noch einmal ganz herzlich den Organisatoren, der Jury, aber natürlich auch den Sponsoren, die vorhin ja schon bedankt wurden. Meine herzliche Bitte: Kommen Sie nach Thüringen. Ansonsten bleiben wir keine Freunde. Sie müssen nach Thüringen kommen, denn das ist wunderbar. Schauen Sie sich den Full Dome Liquid Sound in der Mitte zwischen Weimar und Jena in Bad Sulza an. Da schwimmen Sie in einer Therme und können ganz wunderbare Musik hören. Das müssen Sie gesehen und gehört haben. Hier sind bahnbrechende Erfindungen unterwegs und es wäre schade, wenn Sie nicht dabei wären. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend und schwimme jetzt wieder davon. Auf Wiedersehen und machen Sie es gut. Das nächste Mal Face-to-Face.